zusammen, da sind wir zurück bei Jedi Survivor auf Kobo. Ich habe mich hier auf die, ja, auf den Außenposten zurückschicken lassen. Nicht direkt dahin, wo die Mantis ist. Hallo. Dann red mal, was hast du denn? Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sieh ihn dir an. Ja. Manchmal wünschte ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Muss ich mich ganz kurz orientieren. Was ist denn hier die Mantis? Ich werde mal hier in den Saloon gehen. Wenn er die Tür aufgehen würde. Das ist gar nicht der Saloon. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, da können wir die Dinger verkaufen. Die wollen wir noch gar nicht. Das komplette Angebot ist legal. Versteht sich. Ah ja. Wir haben 90. Ach, warum macht man das nicht? Ich nehme das hier. Gute Wahl. Das andere sind halt nur optische Sachen, ne? Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst. Und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Ach, na schau mal einer an. Das ist ja cool. Jetzt haben wir von 5. Denen kann man nie genug haben. Eigentlich war ich hier auf der Suche nach dem Saloon und bin dann hier reingestolpert. Das war das mit dem Saloon, das kann man immer noch machen. Weil hier unten ist ja der eine Eingang, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, der will nicht aufgehen. Er scheint nur aufzugehen, wenn man... Ja, jetzt auch? Jetzt geht er auf. Da war ein Geheimgang. Ich habe schon gedacht, die Tür geht gar nicht mehr auf. Oh, hey, du bist's. Ich habe dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim, aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, hä? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Hey,
Kerl! Schön, okay, dich zu sehen! Alte Schreckschraube. Ich bin dabei. Da ist der Tank und da schwimmt er jetzt drin, glaube ich. Cool. Aber wie kann ich ihn denn ansprechen? Kerl, ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von den Geräten, die ich Ramis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In einem Gebäude in der Mitte. Du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, du gehst dahin, siehst es dir an und was du findest, teilen wir. Halbe, halbe. Mal sehen, Törgel. Okay, so können wir uns hier kleinere Nebenquests also holen. Dieser Tisch ist reserviert. Geht klar. Wow, ruhig, Grog. Entschuldigung wegen meines Freundes hier. Er ist nur ein bisschen vorsichtig. Schon verstanden. Ich heiße Dana. Der alte Knacker ist Grog. Ich bin Cal. Das ist BD. Sag mal, suchst du Arbeit? Grog und ich haben das Talent, aus Gelegenheiten Profit zu schlagen. Oh ja. Und Talent war auch nötig, um diesen Dura-Stahl auf mich fallen zu lassen. Ach, das war keine Absicht. Diese Schauderpede meinte es ernst. Du warst dem Druck nicht gewachsen. Nicht gewachsen? Kerl, die Frau hätte mich fast umgebracht. Hat praktisch schon meinen Nachruf verfasst. Oh, Zeit für dein Nickerchen, mürrischer alter Grog. Hm? Ja? Hm? Ich muss dann weiter. Spinnerin. Miese Peter. Na, die haben sich ja gern. Da sitzt. Mal sehen, was wir hier finden. Ach, da ist er doch, unser kleiner Freund hier. Aha, Junge! Wirf deinen Blick auf diesen wunderschönen Tank. Freut mich, dass du es geschafft hast. Am Anfang hat er keinen guten Eindruck gemacht. Es war klug von mir, ihn dreimal zu schrubben. Dann der Filterwechsel. Das sah ja aus, als wollte jemand ein Weichtier durch ein Sieb pressen. Das wollte ich nicht hören. Ciao! Wie schön, Sie zu sehen! Ich freue mich auch, Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Dann gucken wir mal, was er da in diesem Laden hat. Wie kann ich dienen? Ja, das verdient Ihre Aufmerksamkeit. Starke Wahl. So viel steht fest. Fertig. Oh, das. Ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Ach, Marin ist auch hier. Aber jetzt gehen wir mal weiter zum Mantis. Da wollten wir ja eigentlich hin. Das war nur ein kleiner Abstecher. Ja, hier geht's noch höher. Der Dachgarten. Was ist den Zugang zum Dachgarten? Kannst dort Samen pflanzen. Ah ja. Das, was man im ersten Teil. Ja, faszinierend. Pflanz es ein. Dann sage ich dir, was ich weiß. Und wir haben eine neue Pflanzenart. Ob Healy etwas zu ihr sagen kann? Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Hi, Peely. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben, und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich wirklich Pflanzen eingesammelt habe. Glaube nicht. Einen schönen Blick über Kobo.
Da hinten ist die Mantis. Ah, ich hatte gehofft, du würdest Samen wie diese finden. Nehmen wir jetzt die Abkürzung. Dann sage ich dir, was ich erfahre. Und dann geht's zurück nach Jeddah. Irgendwohin müssen wir gehen. Jeddah, hä? Ah, Kälte ist nichts für Lateros, weißt du? Denkst du, Cordova kann den Kompass reparieren? Oh, ich würde Kredits darauf setzen, dass er es kann. Hast du Kredits für eine Wette? Was soll das denn heißen? Tenalor. Wir sind so dicht dran. Ich freue mich auf Tenalor. Ja, ich auch. Aber eröffne bloß nicht gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lädst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Ich habe gerade etwas gespürt, Grease. Du auch? Soll das ein Witz sein? So, Boat auch mitgekommen? Ja, das sitzt da auch. BD1 macht wieder diesen Quatsch mit diesem Knopf. So, dann habe ich so ein bisschen an Grogu in der ersten Staffel beim Mandalorian. Setz dich, Kerl. So, wo waren das jetzt, wo wir hin müssen? Da lang. Meister Cordova. Dagon Gera hatte den letzten Kompass dabei. Beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin können. Gut. Ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalor? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads. Was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin.
Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tanelor. Auf Tanelor. Auf Tanelor. Hey, Moment mal, Seer. Heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So spät? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey, mach nichts Unheimliches, ja? Sir, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Wir haben es geschafft, Bord. Ja. Der Kompass wird so gut wie neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Cutter. Man kümmert sich ja um sie, aber ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tanelor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Katha eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Nicht mit allem. Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen. Sonnenaufgang in Jeddah, auf Jeddah. Weiter geht's. Nee, da stürze ich mich nicht runter. Okay, jetzt bin ich. Da drüben ist was. Das nehme ich mit. Das hätte ich ja sonst gar nicht gefunden. Jetzt hätte ich gar nicht so weit
runterfahren dürfen. Nee, ich war doch richtig. Ach, was mache ich denn? Naja, dann gehen wir nochmal runter. Von der anderen Seite hier. Moment, das machen wir mal kurz hier. Nur zum Verorten. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Hover, ihr habt's geschafft. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Bord. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Nein! Meister Cordova! Er ist tot! Baut den Kompass hinterher! Los! So, wo ist der jetzt hin? Das Biese ist ja, der kann ja fliegen. Das heißt ja. Nee. Ach was? Warum habe ich so ein Ding nicht früher schon fliegen dürfen? Sossiers Archiv. Wieso? Wieso, Baut? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft.
Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. So, wie unseren Freund kämpfen hier. Naja, wir sind ja mal weggeflogen. Bist du bereit? Lauf ich, Kerl! Wie es hier an dieser Stelle weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.